Hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Wario's Happy Adventure. Machen wir weiter mit der zweiten Welt, weil die erste Welt haben wir hier ja komplett beendet. Also ja, die zweite Welt. So geht's weiter mit der normalen Neuheit. Und ich möchte gleich erstmal was sagen, bevor ihr wieder mit den großen Musikraten anfangt. Ja, ich sag jetzt einfach immer, woher die Musik ist, weil sonst raten 70% der Kommentare nur die Musik. Und jeder sagt, Pokémon Musik, Pokémon Musik, Pokémon Musik, Pokémon Musik. Das ist nicht so toll. Also werde ich jetzt immer die Musik sagen, weil sonst spammt ihr mir das ganze Video zu. Und dann will ich lieber normale Kommentare haben. Gut, ja, die Musik ist ganz normal aus Super Mario World. Haha, wer hätte das gewusst? Und ich meine, irgendwo habe ich hier auch wieder eine Röhre eingebaut, wo man, hey, da rein kann. Schlau. Also, vergessen wir die. Die sind super schön hier. Mit sehr realistischem Wasser. Aber gut, wer realistische Sachen sucht, der ist hier im Heck sowieso falsch. Jetzt kommen wir hier oben raus. Hey. Und hier kriegen wir Stern. Und damit so Manchow Run. Manchow Run. So, wollen wir noch hier die Münze einkassieren. Bling. Manchow Run. Ursprünglich war der als viel länger, dieser Manchow Run. Der ging so etwa bis... Ja, ich glaube bis hier so. So weit ging der Manchow Run tatsächlich am Anfang. Aber habe ich dann verkürzt aus unerklärlichen Gründen. So, Chucks. Euch, ihr seid mir egal. Und du hast auch kein Kill. Ey. Nicht so. Und Pokies. Ja, den Treffer habe ich jetzt irgendwie absichtlich gekriegt. Naja. Oh, es kommt hier, Pflanze. Da oben ist ein Schlüssel, aber den lassen wir erstmal außen vor. Könnten wir jetzt holen und einfach so... Oh, da war eine Münze. Gut, dass ich den geholt habe. Und dann... Na, ist noch eine Münze. Na. Ja, die Münze wollte ich kriegen. Das war der Preis. Ich muss sowieso nochmal ins Level rein. Hole ich mir da die ganzen Münzen. Weil ich komme auch nicht mal an die ganzen Münzen ran, weil... Naja, zurück komme ich schlecht. Vielleicht irgendwie... Wahrscheinlich nicht. Ja, mit Walljumps. Weil Walljumps ja auch so einfach sind in Mario World. Das bringt mich gerade auf die Idee, die ich... Super, schon wieder von diesem gleichen Gegner getroffen. Ich hatte mal eine ganz coole Idee für ein Mario-Hack. Auch ein ganz bisschen angefangen, so zwei Levels. Ne, ein Level nur, ein Level nur. Und zwar Super Mario 64... Oder wie habe ich es genannt? Super Mario 64 2D oder so. Irgendwie so habe ich es genannt. Da habe ich jedenfalls so ein bisschen die Super Mario 64 Levels nachgestellt. Also bis... Naja... Ich habe gesagt, ich habe es nicht gemacht, wirklich. Ich habe ein Level nachgestellt. Bomboms Bombenberg. Und da konnte man auch so Sachen machen wie Rückwärtssalto. Der sah nicht so schön aus, aber mal Rückwärtssalto. Und Wandsprung und Weitsprung. Und solche Sachen konnte man machen. So, der erste weg. Ja, also die Sprünge sind auf jeden Fall cool. Die sollte man mal wieder irgendein Hack einbauen. Ja, aber sonst war das... Das war eine gute Idee, aber man kann es schlecht nachstellen. Weil Super Mario 64, ab diesem Hack ist mir aufgefallen, jedes Level ist hochgebaut. Einfach nur in die Höhe. Jedenfalls die meisten. Na gut. Okay, die Musik ist aus Yoshi's Island. Ja, bam. Und die Grafik sind auch aus Yoshi Island. Und Pling! Secret, ich dachte nicht... Ich dachte nicht, dass das hier wirklich ein Secret war. Aber anscheinend, das hat so wirklich nicht niemand drauf geachtet, niemand gefunden. Ja, es sieht auch nicht scheinbar, also sieht so ziemlich unscheinbar aus. So, wie komme ich bloß an diesen Schlüssel ran? Oh nein, wie komme ich hier Leben weg? Muss ich echt einen Keyjump machen? Nein, muss ich nicht. Leute haben es schon versucht. Aber Geduld zahlt sich manchmal dann nun doch aus. In der neuen Version werde ich diesen Block da vorhin wahrscheinlich auch. Beziehungsweise ich werde ja nie eine neue Version machen, aber wenn eine neue Version rauskommen würde, dann sollte der eine andere Farbe haben. So, der Koopa danzt da ein bisschen ab. Und irgendwo ist hier doch... Da ist ein Abgrund. Den haben wir schon mal gefunden. Pum, pum, pum. Und außerdem ist dieses Ding ja am Anfang langweilig. Muss man warten drauf. Und dann muss man warten, bis es hochfährt, aber fast forward. Ein bisschen. Kann man ja machen.
Also Save States werde ich hier in meinen eigenen Hack nicht benutzen. Hoffe ich mal. Abgesehen natürlich von den Kaizo-Levels. Ich meine, Kaizo-Levels sind so gedacht, dass man sie mit Save States spielt. Gut, dann nehmen wir den Schlüssel. Wollen wir nicht da unnötig drauf rumstehen. Hui! Hui! Nicht wegwerfen. Den brauche ich, den will ich haben. So, sammle ich mir jetzt erstmal... Ja, ich mache das Level erstmal normal durch. Hey, Up Dancing Cooper. Der muss auch mal anders platziert werden. Der ist da nicht gut. So, ja, das Schlüsselloch hat man schon gesehen. Wie komme ich da wohl hin? Da ist ja voll weit. Da komme ich ja nie ran. So, Mittelpunkt ist hier. Gehen wir erstmal weiter. Schul! Der ist so sinnlos. Und selbst wenn man ihn kriegen würde, wäre sinnlos. Man kann mit Yoshi holen, aber wäre sinnlos. Weil hier ist eine Röhre schon. Die Fledermaus ist fies. Ich glaube, die habe ich in einer... Ich habe hier ein ganz bisschen weiter gemacht. Ich habe ein paar Bugfixes und so nervige Sachen gefixt. Diese Fledermaus habe ich da, glaube ich, auch entfernt. Oh, hier haben wir was. Ah, hier muss man aufpassen, wenn man echt alle Münzen haben will. Ich glaube... Ja, ich weiß es noch. Und die Stücke, Steine hier, finde ich viereckig viel cooler aussehend. Naja, nicht wirklich, aber sie sehen schon irgendwie besser aus, finde ich. Als mit so einer Kännchen dran. So, hier, das ist voll die geile Idee, um Münzen zu holen. Man braucht einen Cooper. Man muss Schaden kriegen. Nein, das muss man nicht. Aber man braucht einen Cooper. Und dann... Plöm. Oh yeah. Anstatt einfach mit diesem Block einmal dagegen zu werfen. So, und Bosskampf. Mal sehen, was erwartet uns hier. Komisch aussehende Buzzy Beetles. Und die Freaks, die da oben weggehen. Die gehen automatisch weg. Also keine Sorge. Natürlich könnten wir den da jetzt auch abwerfen. Würde schneller gehen. Aber machen wir einen Speedrun? Nein. Hau du mal ab. Genau. Danke. Ein ziemlich langweiliger Bosskampf war das. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber irgendwie... Ja, ich mache jedenfalls jetzt zwei Stücke, zwei Parts nehme ich am Stück auf. Schon wieder keine Hintergrundmusik. Was ist das denn? Hier fälle ich ja vollkommen rum. Die ganze Zeit keine Hintergrundmusik. Wenn man die Levels beendet, meine ich. Ach, habe ich das so ge... Habe ich den Patch reingehauen, dass wenn man einmal die Münzen eingesammelt hat, dass die weg sind dann? Das scheint mir gerade so auszusehen. Ich meine, stört mich nicht, dann weiß ich... Kann ich auch sicher gehen, dass ich überall alle Münzen eingesammelt habe. Ah. So, jetzt will ich ja den Schlüssel und das ist dann nicht so lange. Bam, bam, bam. So, rennen wir hier ein bisschen... Da! So. Ja, einen Weg habe ich noch nicht gezeigt. Und zwar müsste es hier sein. Die Röhre haben, glaube ich... Also ich habe ja Let's Plays geguckt, davon gehe ich immer aus, ob das alle Leute entdeckt haben oder nicht. Diese Röhre haben ein paar entdeckt. Weil ich habe ja erstaunlicherweise relativ viele Let's Plays dazu gesehen. Ich glaube, 3 oder 4. Ja, 3. Ich glaube, 3. Ich kann jetzt nicht sagen, wen. Aber ich auf jeden Fall Emeru. Maniac Chris ein bisschen. Hat Kirek das jetzt Let's Played? Ich glaube, ja. Jedenfalls, wo ist der Geheimgang? Hier. Ist einfach zu finden. Ich weiß nicht. Hat Kirek das jetzt Let's Played? Ich glaube schon, oder? Ich weiß, dass ich auch mit ihm Co-Commentary gemacht habe, aber... Der Baum ist gefällt. Aber... Das war da nicht so toll. Bonusblöcke 2 jedenfalls. Ja, ich glaube, er trotzdem... Er hat, glaube ich, nochmal Let's Played. Aber nicht die Kaizo-Levels. Ne, die hat er, glaube ich, nicht gemacht. Der traut sich nicht. So, Chuck, mach dieses kaputt. Ey, mach beide kaputt. Danke. Komm her. Komm her. Ach komm. Erst warten und im letzten Augenblick doch noch versuchen, damit man nochmal richtig schön sterben kann. Weil das ist so ein bisschen Puzzle hier. Der Chuck muss das da ein bisschen kaputt machen. Ey, komm mit, Chuck. Ach ja, diese Röhre da. Da hätte ich auch noch eine Textbox hinmachen können. Das ist eine Reset-Röhre, also wenn man hier reingeht, geht alles wieder da, falls man einen Schalter oder einen Schalter umbringt oder den Schack verschwendet. Kann ja alles passieren. Komm, ey! Nein! Komm her! Schack!
Charge! Oh. Muss der denn 5 Meter über diesen hohen Block, über diesen Steinblock springen? Das kann man noch nicht erwarten von dem. So, jetzt kommen wir mit hier. So, Charge, du kommst jetzt mal mit, du. Und wenn du hier mitkommst... Ey, ey, komm, Schätzler. Stell dich nicht so an. Ah! Bin schon wieder auf ihn draufgesprungen. Jetzt rennen, komm zurück. Ah! So. Drück den Schalter, drück die Knöpfe und weg hier. So, denn was jetzt passiert ist... Der Chuck verfolgt mich immer noch. Hier ist der Schalter runtergefallen. Und... Mancha ist weg. Und das Bein hier auch. Und was kommt hier? Wasser. Wasser. Leer. Wasser. Nicht. Wasser. Wasser. Und ganz viel lustig springen. Und boing, 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 Löcke. Hui. Und hier sind super tolle Gegner. Die machen... Hui. Die machen... Aui. Aui. Ich glaube, man kann sich damit töten. Irgendwie, wenn man da ganz toll reinspringt. Geht er runter. Oh, Mann, da kann man so schön... Yay. Yay. Okay. Schalter. Super. Grüne Kisten. Glitch-Grafik. Glitch-Grafik. Ah, nee, ich habe die Textbox falsch vorgelesen. Super. Grüne Kisten. Jetzt stoße ich ganz halt gegen mein Headset. So, jetzt verteilen sich hier Blöcke. Neon-Blöcke. Weil oft... Ne? Und so. Da ist noch ein verglitschter Baum, sehe ich gerade. Oh, zwei verglitschte Bäume auf einem Screen. Das ist schon göttlich. Jedenfalls machen wir jetzt dieses Level nochmal. Und sammeln uns alle blöden Münzen ein. Oh, das war gut. Und dann Secret Exit. Und so. So, jetzt gehen wir nächstes Mal nicht in die Röhre, weil man kann das einfach so machen und trotzdem den Stern kriegen. So. Also diesmal alle Münzen. Warte ich mit. Hey, also nicht alle Münzen halt. Ihr wisst schon. Alle Pilzmünzen. Die mit dem Pilz. Na, das ist Pilz, aber... Ich bin Skeller. Aber so richtig. Auf einmal kann ich das Spiel. Bäumenblöcke irritieren hierbei nur. Ich will dann Spinjump. Oh, so gesammelt kann man die tatsächlich einsammeln. Das wusste ich nicht mal. Oh, aber gut. Hui, so, da oben müsste noch eine Münze sein. Oh, nein, nicht in den Gegner, nein. So, und hier ist die letzte. Diese Blöcke hier unten irritieren. Yes! Und das Secret Exit ist hier. Haha. So, hier kann man doch bestimmt... ich wollte noch Federn haben. Ich wollte Feder haben! Mann! Ich wollte Feder, was soll das? Okay, welches Level mache ich jetzt? Ich gehe erstmal den normalen Weg. Ja, gehen wir erstmal die normalen... Oh, warum? Ja doch. Gehen wir den normalen Weg erstmal und dann machen wir so die Secret Exits, beziehungsweise die geheimen Wege. Ne? Gell? So, jedenfalls, wie hieß das? Wie heißt das Level? Rätselrumpel, genau. Und Musik aus Luigi's Mansion. Mansion. So, hier haben wir erstmal so ein paar Dinger, die wir mitnehmen können. Da kann man sich entweder am Double Grab ausprobieren. Oder man kann tausendmal hin und her gehen. Oder man kann sich nur ein paar Dinger mitnehmen. Ich weiß nicht, was man für den normalen Exit braucht. Ich versuche es erstmal mit den beiden hier. Welchen machen wir zuerst? Ich mach erstmal den hier. Oh, und hoffentlich klappt's. Wir können die Reihe hier wegmachen. Jetzt hauen wir die anderen auch noch gleichzeitig rein. Das geht sogar für den normalen Exit. Cool. So, jetzt überlege ich gerade. Okay, gut. Das kommt hin. Und da oben ist es. Warum ist denn das der Secret Exit? Nein, es ist nicht der Secret Exit. Es ist einfach nur. Keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe. Jedenfalls, hier ist eine Feder. Sonst fliegen wir jetzt direkt zum Schlüssel. Nicht. Oh, Mann. Ich habe gesagt, wir fliegen nicht zum direkt zum Schlüssel. Sondern wir fliegen erstmal noch ein bisschen hier rüber. Weil hier ist ein Leben. Das war's aber, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da hinten noch was ist. Ui. 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 Also hier muss man ein bisschen fliegen können.
So, bis so ein Pfeil kommt da und... Hey. Normales Exit, auch wenn es aussieht wie ein Schlüssel. Ist ein normaler Weg. Keine Sorge, ich mach das schon richtig. Ich weiß, was ich tue. Ab und zu jedenfalls. Und in nervige Ninjis gehen wir noch nicht rein. Ach ja, und die Overworld-Musik hier ist aus, ja, Link to the Past. Dark World. The Dark World.